Ja, hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen kleinen Ausgabe von Ein Sessel Buntes. Und heute geht es um ein kleines Interview, das ich vor kurzem zufällig entdeckt habe. Klaus Kleber im ZDF-Heute-Journal. Klaus Kleber wird uns ja verlassen, also das Heute-Journal verlassen. Vermutlich sehen wir ihn dann demnächst mit einem Helm in der Ukraine, vielleicht Hand in Hand mit Robert Habeck. Wer weiß das schon? Aber das soll hier nicht das Thema sein. Ich habe mir das Interview angeguckt, insbesondere natürlich unter dem Gesichtspunkt, wie kriegt Annalena Baerbock das Ganze denn hin? Und ich muss sagen, ich war einigermaßen schockiert. Ich glaube nicht, dass sie es in der Verfassung tatsächlich schaffen kann, die nächsten Monate durchzuhalten, geschweige denn wirklich was zu reißen. Ich sage das aber ganz ohne Häme. Darauf möchte ich wirklich gesteigerten Wert legen. Es geht mir hier nicht darum, sie jetzt irgendwie zu zerpflücken oder vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Aussetzer. Bei ihrer Aussprache hat sie, glaube ich, hier auch wieder so zwei, drei kleine Dinger gebracht. Das will ich alles nicht machen, das interessiert mich alles nicht und das finde ich auch nicht fair. Es geht hier einfach nur darum, mal so ein ganz kleines bisschen drauf zu gucken, was passiert, wenn sie in Bedrängnis gerät, was passiert, wenn sie unterbrochen wird oder nachgehakt wird oder eben vom Thema abgewichen wird. Bevor ich das Ganze jetzt aber hier völlig zerquatsche, fangen wir doch einfach mal an mit Klaus Kleber. Guten Abend, Frau Baerbock. Wenn Sie auf sich selbst zurückschauen über die letzten Wochen, sehen Sie da immer eine zukünftige Kanzlerin? Schönen guten Abend. Wir haben jetzt einen fulminanten Parteitag hinter uns, wo wir, es wurde im Beitrag ja auch deutlich, erstmalig seit 40 Jahren eine Kanzlerkandidatin aufstellen. Und das ist für unsere Partei natürlich was Neues, für mich was Neues. Und da hat es am Anfang auch geruckelt. Aber genau darum geht es jetzt in diesem Wahlkampf. Okay, da gehen wir schon mal gleich dazwischen. Also das sind ganz klar Textbausteine. Ich meine, dass ich also diese Erklärung auch schon in diversen anderen Statements, Interviews und so weiter gehört habe. Also das ist ganz klar vorgegeben, das hat sie quasi auswendig gelernt oder wahrscheinlich sogar komplett auswendig gelernt. Gut, kann man jetzt nichts großartig bemängeln, außer dass sie natürlich auf die Frage nicht antwortet, aber hey, welcher Politiker antwortet schon auf Fragen? Trotzdem, also an der Stelle hier Textbausteine, das vielleicht mal als Hinweis, als Stichpunkt. Für mich in den nächsten 4 Jahren Dinge in Zukunft besser zu machen als Gesellschaft, als Land. Und da wächst man natürlich auch selber als Person. Wenn man nochmal zurückschaut auf diese Korrekturen im Lebenslauf, ohne da jetzt ins Kleinkarierte zu gehen, die hatten alle so einen gemeinsamen Trend. Die neigten alle dazu, den Lebenslauf so ein bisschen gewichtiger aussehen zu lassen. Spricht das nicht dafür, dass Sie selbst das Gefühl haben, die reine Wahrheit würde nicht ganz reichen, wäre zu leicht? Ja, ist jetzt ein fieses Standbild. An der Stelle antwortet sie wieder nicht auf die Frage, sondern arbeitet wieder nach Textbaustein. Funktioniert in dieser Situation allerdings nicht so ganz optimal. Nein, ganz und gar nicht, sondern mit Blick auf die Darstellung in meinem Lebenslauf ging es mir darum, vor allen Dingen Verbindungen deutlich zu machen. Das ist für mich wirklich zentral in der Politik deutlich zu machen, da ich viel in der Klimapolitik bin, bei welchen Vereinen, bei welchen Mitgliedschaften bei mir Verbindungen bestehen, auch in der Außenpolitik. Verstehen, bestehen, wollte ich nicht, mache ich jetzt auch nicht, okay. Wobei ich das grundsätzlich eigentlich schon ein bisschen schräg finde, ehrlich gesagt. Also als Politiker jetzt unbedingt darauf hinweisen zu müssen, welche Verbindungen zu welchen Organisationen oder Founds oder was auch immer bestehen. Gut, weiß ich nicht, ob das jetzt zum politisch guten Ton gehört, dass man, keine Ahnung, in der Transatlantikbrücke ist oder zumindest gute Beziehungen hat oder so. Ich würde das jetzt nicht unbedingt so sagen wollen. Aber sie bewegt sich hier wieder im Bereich Textbausteine. Politik. Und das war an manchen Stellen etwas ungenau. Deswegen ist ein Eindruck entstanden, den ich nicht hervorrufen wollte. Und deswegen habe ich das an dieser Stelle dann entsprechend korrigiert. Und die Tatsache, dass die Ungenauigkeiten immer in Richtung mehr Gewicht gehen, ist einfach ein Zufall. Wie gesagt, mir ging es darum, vor allen Dingen deutlich zu machen, wo es Mitgliedschaften, wo es Verbindungen gibt und verkürzt und kompakt das Ganze auf einer Website darzustellen. Mich hat das selber sehr geärgert, dass da ein missverständlicher Eindruck entstand. Ja, mich hat das alles sehr geärgert, kompakt auf einer Website dargestellt. Also ehrlich gesagt, finde ich schon ziemlich schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, das plappert sie jetzt seit anderthalb Wochen oder seit einer Woche, ich weiß nicht, wie lange das Thema jetzt auf dem Tisch liegt irgendwie, plappert sie immer diese Textbausteine runter, dass sie das jetzt hier im Heute-Journal auch nochmal versucht. Ja, nee.
entstanden ist, den habe ich entsprechend korrigiert. Und jetzt ist für mich aber zentral, wir stehen nach einer Corona-Pandemie vor wirklichen Zukunftsaufgaben. Das haben wir mit diesem Parteitag deutlich gemacht. Es geht um die Erneuerung unseres Landes. Es geht darum, die größte Krise unserer Generation, die Klimakrise, abzuwenden und zugleich für neuen Wohlstand in der Gesellschaft zu sorgen. In alle Punkte des Wahlprogramms kommen. Und ich verspreche Ihnen, wir werden über die nächsten Monate pausenlos über die Wahlprogramme der Parteien berichten. So, jetzt machen wir sie mal ein bisschen größer, denn jetzt geht es tatsächlich im Wesentlichen um ihr Minenspiel. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Schauen wir mal rein. Nochmal zu dem Parteitag zurück. Da sind Sie ja jetzt sehr gut durchgekommen durch diesen Dschungel von 3000 Änderungsanträgen. Und meistens ist das, was die Spitzenkandidaten und Vorsitzenden wollte, gut durchgekommen. Aber ist nicht im Kern die Grüne Partei doch immer noch die Partei, die darüber diskutieren muss, ob das Wort Deutschland vorne auf dem Programm stehen darf, die Tempolimit 100 ernsthaft vorschlägt, was sicher keine Mehrheit in Deutschland hat, die dreimal, viermal höhere CO2-Preise will, die möglichst noch heute Abend den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor haben will und so weiter. Lauter Dinge, die jetzt hintangestellt wurden. Okay, also an der Stelle wirkt sie noch relativ zuversichtlich. Er wirft ihr halt Stichworte zu, mit denen sie scheinbar ganz gut kann oder auf die sie meint, vorbereitet zu sein. Deswegen so diese Mischung aus mehr oder weniger konzentriert und dann immer mal wieder lächelnd, nicht überlegen, aber so offen wie möglich. Das funktioniert gleich aber nicht mehr so richtig. Aber die doch möglicherweise wieder rauskommen, wenn die Macht erstmal erreicht ist. Da würde ich jetzt gerne ein sehr deutlich differenzierteres Bild geben, weil ich glaube, deswegen habe ich das eben auch so angesprochen, es geht um wirklich große Fragen unserer Zeit. Wie schaffen wir es, Wirtschaft und Klimaschutz zu versöhnen und gleichzeitig für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen? Und die vielen Punkte, Darf ich an dem Punkt anpacken, weil der sehr wichtigste ist, auch für Sie der wichtigste? Sie wollen jetzt das... So, und da gehen wir jetzt nochmal dazwischen, da gehen wir jetzt nochmal rein und machen Sie jetzt nochmal ein kleines bisschen größer. Anpacken, weil der sehr wichtigste ist, auch für Sie. Also hier entgleist sie dann tatsächlich. Also und das ist der Punkt. Ich glaube, das wird ihr das Genick brechen, wenn sie da nicht ganz, ganz deutlich besser wird. Denn wie gesagt, ihre Gesichtszüge bei dieser Unterbrechung entgleisen und sie weiß im Grunde genommen überhaupt nichts damit anzufangen. Lass ich mal weiterlaufen. Auch für Sie der wichtigste. Sie wollen jetzt, dass in 9 Jahren die Verbrennungsmotoren in Deutschland nicht mehr zugelassen werden. Das bedeutet, das, was deutsche Ingenieure am besten können von allen in der Welt, nämlich Verbrennungsmotoren, wird abgeschafft. Elektromotoren kommen, die ganz bestimmt gute Sache sind, aber sehr, sehr viel weniger Arbeitsplätze brauchen, weil die nämlich sehr viel leichter zu montieren sind, keine Getriebe brauchen und so weiter. 200.000 Arbeitsplätze wird das kosten. Wie erklären Sie das den Familien, die in 8 Jahren davon noch leben wollen? Dass der Wohlstand unseres Landes im letzten Jahrhundert ohne Frage zum einen auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas und auch eben entsprechenden Autos aufgebaut war. Diesen Wohlstand, der da geschaffen wurde, das hat Deutschland stark gemacht. Aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Da ist klar, die Märkte der Zukunft sind klimaneutral, auch die Automobilmärkte. Und deswegen ist es ja kein Zufall, dass deutsche Hersteller, zum Beispiel nach China, die deutlich gemacht haben, ihr braucht eine gewisse Quote von Elektroautos, ganz viele Elektroautos nach China exportieren. Und ich möchte, dass wir auch in Deutschland nicht nur diese Autos herstellen und dann in der Welt sie exportiert werden, sondern sie auch auf deutsche Straßen kommen, damit es bei uns auch leiser, weil Elektroautos sind ja auch leiser, sauberer und weniger CO2-Emissionen gibt. Und alle deutschen Automobilkonzerne haben sich genau auf den Weg gemacht, diesen Weg zu gehen. Und jetzt braucht es einen klaren, sicheren Rahmen von der Politik, damit wir die Frage Arbeitsplätze, die sie angeschaffen haben, dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, dass die Autos weiter in Deutschland gebaut werden. Aber man braucht 200.000 Arbeitskräfte weniger. Und was erklären Sie diesen 200.000 Familien? Da gehen wir jetzt auch noch mal kurz rein, noch mal ein bisschen zurück und machen Sie auch ein bisschen größer. Dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, dass die Autos weiter in Deutschland gebaut werden. Aber man braucht 200.000 Arbeitskräfte weniger. Und was erklären Sie diesen 200.000 Familien? Die wollen in 8 Jahren noch ihren Job so ausüben wie heute.
Genau, und genau das will ich auch. Und deswegen bin ich seit langem im Gespräch mit den Konzernen, aber genauso mit den Gewerkschaften, mit der IG Metall, die genau deutlich gemacht haben, wo fallen Jobs weg. Unser Vorschlag ist es dafür, ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, die in 8 Jahren jetzt noch nicht in Rente gehen, sondern weiter ihre Familien von den Einkommen entsprechend abhängen, dass sie weiter qualifiziert werden. Das ist auch keine Erfindung der Grünen, sondern das haben wir bei vielen Transformationsschritten, gerade in der Industrie, immer wieder gemacht. Und genau deswegen braucht es eine Planungssicherheit. Wenn ich nicht sage, wie das nächste Jahrzehnt aussieht, dann können wir das nicht sozial sicher in Deutschland gemeinsam gestalten. Und diese Sicherheit möchte ich für die Transformation, die ohne Frage kommen wird, für Deutschland geben. Ja, also keine Ahnung, woher Frau Baerbock weiß, wie es in 10 Jahren aussieht. Das ist ungefähr so seriös wie, keine Ahnung, Rentenentwicklung oder Demografieberechnungen, die sich auf das Jahr 2050 beziehen oder so. Aber das nur am Rande. Es ging ja hier im Wesentlichen darum, wie sie sich verkauft, positioniert und wie sie auch in einer Situation, wo sie ja nicht mal sehr, sondern ein kleines bisschen unter Druck gerät, reagiert. Und das finde ich ehrlich gesagt, ja, also das ist schon bedenklich. Ich würde gleich noch einen abschließenden Augenblick auf die Außenpolitik gehen, weil wir gleich über den G7-Gipfel in Cornwall berichten werden. Da hat sich ja herausgestellt, dass Präsident Biden wirklich harte Kante gegen China vor allem, aber auch gegen Russland fahren will. Die Kanzlerin rät da zur Mäßigung und bremst den amerikanischen Präsidenten. Eine Kanzlerin Baerbock, würde die eher so denken wie Joe Biden oder eher wie Angela Merkel? Gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall auch mal auf den inhaltlichen Punkt zu sprechen, denn bisher hat sie inhaltlich ja faktisch überhaupt nichts gesagt. Also wie gesagt, das waren ihre Textbausteine. Sie war dann auch verwirrt, als Kleber sie dann unterbrochen hat, auch ohne Helm. Und jetzt geht's also um die Frage, wie mit Russland umgehen. Kleber stellt da Merkel eher als moderat dar. Gut, wie auch immer, lassen wir mal so stehen. Jedenfalls, gut, Baerbock, was sagt sie denn dazu? Mein klarer Kurs in der Außenpolitik ist Dialog und Härte gegen... Dialog und Härte, ja. Also damit ist im Prinzip schon alles gesagt. Dialog und Härte hat nichts mit Diplomatie zu tun. Hat einfach nichts mit Diplomatie zu tun. Dialog und Härte ist nichts anderes als Zuckerbrot und Peitsche. Und Diplomatie geht natürlich anders. Diplomatie beruht darauf, sich in die Gegenseite oder ins Gegenüber hineinzuversetzen, beziehungsweise Kompromisse einzugehen, sich kommunikativ anzunähern, Missverständnisse auszuräumen. All das meint Baerbock natürlich nicht. Und man muss sich im Klaren darüber sein, dass ihr Russlandbild und auch ihr China-Bild oder überhaupt ihr Feindbild, so muss man das eigentlich sagen, sehr, sehr, sehr militant und ja eigentlich schon militaristisch geprägt sind. Über autoritären Regime. Das betrifft Russland, das betrifft China. Wir haben natürlich selber Interessen. Wir haben gerade mit Blick auf China, was wir gerade besprochen hatten, eine große Frage auch von Importen und Exporten. Aber wir können nicht negieren, dass wir eine Wertegemeinschaft sind als Europäer. Und zwar nicht nur negieren, sondern das ist unser Fundament als starke Europäische Union, als starkes Deutschland. Und deswegen darf man zu Menschenrechtsverletzungen in China Zwangsarbeit nicht schweigen. Und zum Beispiel ist mein Vorschlag, ganz konkret zu sagen, wir sind der größte Binnenmarkt der Welt als Europäer. Wir können klar sagen, Produkte aus Zwangsarbeit aus China kommen nicht auf den europäischen Markt. Ja, gut. Also Menschenrechtsverletzungen passieren in China und passieren in Russland. Das lernen wir hier. Und da geht's also in den Augen von Annalena Baerbock nur darum, Härte und Gespräche zu zeigen. Ich sag mal so, wenn man das generalisieren würde, wenn man sagen würde, also grundsätzlich keine Produkte aus Ländern, in denen Kinderarbeit eine Rolle spielt, dann würde ich da sogar mitgehen. Aber warum jetzt nur China und warum auch andere Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die nicht nur autoritär sind, sondern hochgradig involviert in die diversen Kriege im Nahen Osten, warum die jetzt dann offensichtlich da ausgenommen werden? Ich meine, das fragt man sich natürlich bei unseren etablierten anderen Parteien genauso. Und Baerbock ist hier natürlich ganz klar auf den Zug aufgesprungen
und argumentiert letztlich auch nicht anders als eine Röttgen oder ja auch eine Merkel oder wie sie alle heißen, die Russlandfeinde, die wir hier so sitzen haben. Sie spielt da auf jeden Fall in der obersten Liga mit. Das muss man einfach so sehen. Und das wollte ich auf jeden Fall nochmal gezeigt haben, um eben auch deutlich zu machen, die Außenpolitik der Grünen, das kann man, glaube ich, wirklich so festhalten, ist ein Desaster oder wird ein Desaster werden, wenn es denn alles so kommen sollte, wie die Grünen sich das hier vorstellen. Und ja. Danke für das Gespräch und einen guten Abend. Danke ebenso. Schönen Abend.